weiß nicht mal, wo ich bin. Bin ich direkt vorm Bossfight oder bin ich noch irgendwie in der... Oh, okay, ich bin hier unten. Okay, damit kann ich ja arbeiten. Danke, Eva. Danke. Ich weiß nicht warum. Ich mag das Spiel extrem. Aber irgendwie mag das Spiel mich anscheinend nicht. So, wir müssen hier durch. Aber hier, nee, genau, jetzt kommen die Viecher. Die musste ich alle irgendwie down nuken, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn. Oh mein Gott, wie viel HP haben die denn? 700 und das Vieh steht noch? Das ist ätzend. Wow. Obwohl 56 geht. Ich stehe nah genug zusammen für einen Zyklon. Weil ich glaube, die waren physisch. Okay, der ist tot. Das heißt, der da hat nur noch, weiß ich nicht, 1000 HP oder so. Okay. Mal ist aufgestiegen. Ist ja der Wahnsinn. Das Problem ist natürlich, dass ich mir auch nicht gemerkt habe, wo da oben der Bossfight anfängt. Hier war eine Sackgasse, ne? Ja, siehst du, das habe ich noch im Kopf. Jetzt ist nur die Frage, was. Ach ja, ihr beiden noch und ich glaube, danach ist der Fight. Dann machen wir das. Und du machst mal Zyklon. Das sollte die hoffentlich töten. Oder auch nicht. Ja, okay, viel haben wir nicht mehr. Das heißt, ich kann einfach Auto-attacken. Und gut ist. Nice. So, und jetzt will ich mich hochheilen, weil ich bin mir zu 90% sicher, dass da oben der Boss kommt. Aber ich sollte vielleicht vorher mal Ausrüstung checken, weil du hast noch nicht das andere Schwert. Okay. Okay. Kann ich euch noch irgendwie plus 5 Magieabwehr? Und 6. Fuck, wie mache ich das? Ich glaube, du kriegst die Lichtprobe. Machen wir es so. Ja, genau, das ist der Bossfight. Warum schreibt mich keiner an, dass mein Cursor im Bild ist? Kein Schritt weiter. Okay. Wir hatten uns gemerkt, dass das folgendermaßen funktioniert hat. Richtig? Let's see. Du machst mal eine Windsichel auf den da. Du bist... Ja, ich weiß. Du machst Feuer auf den blauen und du machst Eis auf den roten. Chrono ist quasi auf Field Duty. Ja, und schläft. Was auch sonst. Oh, danke, dass du ihn aufgeweckt hast. Das ist sehr freundlich von dir. Eis nach da. Napalm nach da. Du heilst mal eine Runde und zwar Maler. Eis auf den, Napalm auf den.
Ich hoffe mal, das ist die richtige Strategie. Ich weiß es nicht, aber das ist das, was ich so gestern... Was ich gestern rausgefunden habe, was zumindest funktioniert. Definitiv hier. Ich finde es schön, dass er die zuerst schlafen legt und dann wieder aufweckt. Das ist nett. Habe ich definitiv kein Problem mit. Kann er ruhig so weitermachen. Oh, es hat mich verfehlt. Ist ja der Wahnsinn. Napalm. Vielleicht komme ich ja mal dazu, mit Chrono-Schaden auf ihn zu machen. Obwohl, ist das sinnvoll? Ich glaube eher weniger. Was macht denn so ein Wuchtrieb auf dem hier? Let's see. Ich glaube, weißt du was? Wir fokussen jetzt einfach zuerst mal den blauen raus. Warum ist der jetzt dreimal am Turn? What the fuck? Das ist keiner unfair. Doch, jetzt lass doch Luca in Ruhe. Wirklich? Gott, die haben alle gefühlt so viel HP. Komm schon. Er ist gerade nicht nett zu mir. Sollte ich mal Hypnomelder machen und gucken, ob ich ihn einschläfern kann. Oh, einer ist tot. Das ist ja der Wahnsinn. Wir machen Fortschritte. Er hält bis hier auch nur einmal geheilt. Oh, zwei tot. Halt sich für 150. Habe ich keine Dreier-Kombo mit denen? Nee, natürlich nicht. Okay, jeder einzeln. Du Blitz, du Napalm, du Eis. Und halte sich nach jeder Attack. Ja, das ist ein Problem. Es ist, als ob er Autoregen hätte. Okay.
Ich weiß, dass... Ach ja, ich muss warten. Vielleicht ein Eishi. Und du schläferst ihn mal ein. Vielleicht hilft das. Ich glaube zwar nicht, aber... Aber selbst nach Hypnowelle heilt er sich, dein Ernst? Ach, er ist geflohen, der Saft sagt. Wirklich? Yay, Luca hat Protest gelernt. Neat. Aber ich glaube, das ist nicht... Ja, ich wollte eigentlich die Hast lernen auf ihr. Wie viel brauchst du noch? 104, natürlich. Feuer. An sich würde ich gerne Frosch und Robo leveln. Und Ayla. Obwohl, will ich Frosch leveln? Ja, die Frage ist, wie gut ist halt Heilung, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Wo sind wir denn hier gelandet? Was seid ihr für Viecher? I guess wir greifen einfach mal an und gucken, was passiert. Und du schmeißt mal ein Heal auf dich selbst. Du schmeißt mal Hypnose. Hypnose funktioniert irgendwie nie, ne? So. Kann ich versuchen, was ich will. Okay, mach mal Blitz auf beide. Du heilst sie und du schmeißt mal eine Runde Napalm. Napalm macht so viel Schaden. Ja, die haben eine 3 und ein paar Quäste Leben. Die geben 24 FP? Wow. Hallo. Da unten meint er vorhin weint hier. Das ist ziemlich viel. Da ist eine Chest, da komme ich aber nur von der anderen Seite ran. Schön. Und ihr steht nicht nah genug beieinander für irgendwas. Das ist ja ätzend. Oh ja, es hat actually funktioniert und er ist verwirrt. Ist ja der Wahnsinn. Lukas Napalm ist actually really good. Na, ich will die Kiste haben. Weiß nicht, was da drin ist, aber ich will sie haben. Hier lang. Noch. Du siehst bösartig aus. Ja, okay. Nur Angriff möglich. Wow. Wo schießt du denn hin, Luca? Hast du getrunken? Ja toll, du verfehlst. Warum verfehlen die plötzlich alle? Was ist los? Das ist ein Stein. 1000 Erfahrung, 100 FP. Holy. Ja, du lernst als nächstes Eisgar und du Feuger. Okay, wenn wir mal in die Gruppe wieder ummodellieren. Niemand mag Merle. Will ich Feuger oder will ich Froschi zuerst mal... Ich will Froschi zuerst mal Kram beibringen, glaube ich. Wie sieht denn das hier von ihr aus?
Okay. Was haben wir hier? Platinhelm. 29 Abwehr, 141. Du brauchst gerade mal Abwehr. Die geben so viele FP. Kann ich den Screen resetten, um den nochmal neu zu spawnen? Also besonders den einen Stein da oben, den man nur physisch angreifen konnte, der war nämlich gut. Ah, cool, du kannst einfach den Screen resetten. Interessant. Vielleicht will ich gerade ein paar FP grinden. Ich meine, XP ist nicht so schlimm, die leveln eh alle Pi mal Daumen mit. Gott, Robo ist halt ein Biest, Mann. AOE Heals, Leben ohne Ende, macht dann noch halbwegs Schaden. Das ist crazy. Blubberramme. Schwertkatarakt. Okay. Interessant. Ja, spawnt der Stein. Der spawnt nicht nochmal? Schade. Schade, schade. Ja, dann lohnt das nicht. Dann schmeißt man dich raus. 136, ja. Wir behalten ihn mal drin für gerade. Das heißt, jeder Enemy gibt was 12 FP? Das heißt, jeder gibt 6. Ich kann einfach Auto stellen. Mit dem Team geht das. Gut, ich mag die Autofunktion, dann kann ich mir wenigstens was zu trinken einschütten nebenher. Muss ich nicht verdursten. Plus gut Geld geben die auch noch. Hier ist wieder so ein Stein. Jetzt lass mal gucken. Mit dir möchte ich definitiv Heilung mitbringen. Du brauchst die MG-Fäuste nicht wirklich. Du lernst als nächstes Hast, ne? Nee, Eisgar. Ich glaube, es ist Eiler-Robo-Zeit. Wenn ich ihn treffe. Weißt du, Robo ist einfach zu cool. Triff den Mob mal ganz casual für 420. Wurfhölle, hm? Okay. Toll, hier ist nichts. Oh, mehr Mobs. Was seid ihr? Eiler hittet wie ein Truck. Es ist absurd. Ein Speicherpunkt? Warum ist hier ein Speicherpunkt? Ja, I'm scared. Was ist das? Natürlich ist hier irgendwas. 4 Mobs.
Okay, Ayla. Okay. Das ist cool. Klar, One-Shot einfach alles. Noch eine Barrierensperre. Da habe ich inzwischen zwei von. Wirklich? Ach du Scheiße. Wait a minute. Minus 1, minus 2, 3. Naja, die kann ich einfach umboxen. Wirklich? Oh, wo ist eine Stufe aufgestiegen? Yay. Noch ein Stein. Ich mag diese Steine. Okay, die Idee ist also, dass du diesen Stein nur relativ selten triffst. Ich habe verstanden. Aber diese Steine sind sehr gut zum Leveln. Schutzsphäre und Platinweste. 71 Abwehr, hä? Schutzsphäre nicht hier drin. Schutz 2. Silberkreol. Okay, was ist das? Reduziert physischen Angriff um ein Drittel, hä? Huh? Okay. Oh, ich muss da hoch. Ist quasi hier lang. Und dann hier hoch? Natürlich. Nichts, was Team Auto Attack nicht tot bekommt. Ich meine, an sich ist es halt egal. Ich muss die eh alle doppelt und dreifach treffen. Das erste Mal holt den Vogel runter. Beim zweiten Mal erwische ich es ihn. Ich bin mir halt noch unsicher, ob ich das Schwert auf Chronograd ausgerüstet lassen möchte. Aber das Ding hat halt. Das hat auch am meisten Schaden, ne? Plus hat er den Bonuseffekt. Noch ein Lapis, das ist Heilung. Au. Die hitten halt echt für nichts. Das könnte ein guter Farmspot sein. Obwohl, nee, wirklich ein guter Farmspot wäre es nur, wenn die Steine respawnen würden. Weil die Steine sind halt das, was eigentlich richtig dick XP gibt. Was heißt dick XP? Es ist halt. Dass die 100 FP geben, ist das eigentlich Gute. Und an sich farmst du, glaube ich, nicht für Fähigkeitspunkte, sondern. Nicht für Level, sondern für Fähigkeitspunkte. Attack. Kann ich hier irgendwas zu klonen? Euch gar nicht zu klonen.
Den habe ich nicht mal ausgewählt. So, und du heilst mal. Was 200er hielt's? AOE, das ist nice. Aber wenn du da oben stehen bleibst, wäre das super. Klar, ich treffe den einen hier nicht, ja? Okay. Was lernt ihr eigentlich alles als nächstes? Raserei. Trifft 4-mal in Folge. Okay, Robo, ich liebe dich. Robo lernt mehr als eine Magie. Weil das hier ist Schatten. Das hier wird Feuer. Das ist auch AOE. Ja, will ich alles haben. Will ich definitiv alles haben. Und hier geht eine Kette runter. Okay, lass mal die Kette erstmal in Ruhe. Von da oben komme ich. Okay, ich muss die Kette nehmen. Die Frage ist, wohin dann? Noch ein Stein. Ein guter Start. Mhm. Wie kann man Stein verfehlen? Wie? Ist doch ein Witz. Wirklich, ja? Wirklich? Das gibt's nicht. Geht doch. Dieser Eiler regelt, wie immer. Also du, was lernst du als nächstes? Raserei hast du? Lumineszenz. Mit heiligem Licht. Ist quasi ein upgradetes Blitzka, I guess? Okay. Wow. Guck mal, ob das alle killt. Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Wie sieht Betören bei dir aus? Ach ja, Betören ist ja ein Stil. Ha. Okay. Muss ich mir merken. Das hier ist definitiv ein Zyklon. Wenn die das überleben, kriegen wir eine Heilung. Aber glaube ich nicht. Ja. Würde mich eigentlich mal so heilen. Was ist hier drin? Noch eine Barrierensphäre. Das heißt, davon haben wir inzwischen 3. Das heißt, sollte ich jemals wieder auf einen Mob treffen, der extrem Magic Damage macht, kann ich einfach das ganze Team. Ja, was heißt dagegen schützen? So ein bisschen. Was ist mit euch? Ich wollte gerade sagen, als ob die nicht attacken. Oh oh. Oh oh. Die heilen sich alle gegenseitig. Und die machen konfus.
Apropos nicht. Was machst du, Chrono? Chrono ist betrunken, obviously. Kann es sein, dass Konfus den eigenen Damage nervt?